Heidi ho und willkommen zurück hier bei Mario Party 1 auf der Minispielinsel. Ich habe mir 10 Leben dazu geholt und dann will ich doch das Chaos Bowling ein weiteres Mal versuchen. Eventuell sollte ich vielleicht auch ein bisschen eher einfach mal loswerfen. Ich weiß es noch nicht. Oh, ich schmeiß sofort. Und ich muss hier alle drei möglichst gleichzeitig treffen. Nein. Sie standen so gut und dann lasse ich mich ablenken, wenn ich zu sehr nach oben gucke und nicht mehr nach unten achte. Ja. So kann man auch einen Versuch verbrauchen. La 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 la. Das war so eine... Oh. Da haben wir schon mal eine schwierigere Bahn. Wo hüpft da hin? Okay. Und rein. Boah, die schwierige Bahn habe ich lange nicht mehr gespielt. Und nach so vielen Versuchen muss sie eigentlich doch mal kommen. Kann ich verstehen, dass jetzt die schwierige Bahn mal da war? Aber ich brauche sie nicht. Irgendwie kann ich sie nicht mehr. Ich krieg's ja... Ja, was soll ich sagen? Mit der leichten habe ich es ja irgendwie auch nicht so super hinbekommen gerade. Aber ich hoffe trotzdem... Nein, es ist schon wieder die schwierige Bahn. Was macht ihr, Jungs? Was macht ihr? Bum, 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 bum. Wie soll ich euch bitte schön so erreichen? Warum ist Mario wieder weggesprungen? Bei der schweren Bahn hat man keine Möglichkeit, sich gut oben auf die Pinne zu konzentrieren. Weil man sich auf die Bahn konzentrieren muss. Dum, dum. Ah, eine leichte Bahn. Und ich werfe sofort. Weil Wario darf noch ein Stück nach links. Und ich habe Peach mal wieder nicht erreicht. Ich habe die blöde Peach wieder nicht erreicht. Meine Mano. Wir standen fast so gut am Anfang und ich treffe natürlich die blöde Peach. Oh, wie viel Leben lasse ich hier noch? Und die schwere Bahn. Wobei ich mich gerade frage, ob ich nicht zu lange gewartet habe, weil Peach springt mir davon. Toll. Die Kurve ist also mit auf der schweren Bahn nicht machbar. Auf der leichten Bahn hätte ich sie mit großer Wahrscheinlichkeit sogar erwischen können. Aber auf der schweren Bahn habe ich die Kurve nicht rechtzeitig kriegen können. La 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 ba da ba ta da dam. Und los geht's. Es muss doch irgendwann einfach mal klappen. Wow, ich habe gar keinen von den dreien getroffen. Noch 4 Leben. Also noch 3 Versuche. So. Direkt mal loszimmern. Und hoffen. Nein, die springt zu weit auseinander. Immerhin habe ich die blöde Peach erwischt. Aber Wario ist in die falsche Richtung gesprungen.
Also ich muss gerade echt sagen, zum Glück habe ich abgespeichert, bevor ich dieses Spiel nochmal angegangen bin. Weil ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, gleich nochmal mir 10 Leben zu erfarmen sozusagen. Weil es nämlich mittlerweile nur noch über Münzen geht. Wenn ich ein bereits gespieltes Level nochmal schaffe, erhalte ich dafür nämlich keine weiteren Versuche, sondern nur Münzen. So wie jetzt ungefähr. Tada! Sehr schön. Und eigentlich wollte ich sagen, wenn ich es jetzt wieder bis auf einen Versuch runtergehe, wenn ich es einfach nicht schaffe und nicht schaffe und nicht schaffe, das nächste sieht aus wie Pflanzenhüpfen. Ich speichere nochmal kurz ab. Dann hätte ich gesagt, dann lade ich einfach neu. Einfach, damit ich nicht wieder den Prozess habe, bis auf 10 Leben hoch zu spielen. Das ist doch Pflanzenhüpfen. Ja. Oh. Oh nein, bitte sag mir nicht, dass ich alles treffen muss. Springe auf die auftauchenden Piranha-Pflanzen. Du benötigst 25 Münzen, um den Level zu beenden. Von dir entfernte Blumen kannst du mit einem weiten Sprung erreichen. Halte dafür A gedrückt. Oh, wo, 25 Münzen. Aber ich glaube, das dürfte relativ gut möglich sein. Nein. Ich habe nie so sonderlich drauf geachtet. Lol. Lalala. Ey, ich bin felsenfest fast davon ausgegangen, dass ich auf eine andere Pflanze springe. Das. Oh, und das ist der letzte Versuch. Nein, ich muss noch. Ah, danke schön. Das war knapp. Aber gerade so. Gerade so mit dem letzten verschwindenden Pflanzen noch auf 25 gekommen. Ja, wenn man auf einmal so einen großen Soll erfüllen muss, ist es schwierig. Vorhang. Marius Big Band. Ich hab's wirklich befürchtet. Marius Big Band ist, glaube ich... Ich meine, das habe ich in einem späteren Spiel auch schon mal wieder gespielt. Oder zumindest sowas ähnliches wie Marius Big Band. Also schau dir das Beispiel an und digitiere, genau. Dirigiere mit dem Stehe am Ende im Rampenlicht, um den Level zu beenden. Du hörst zunächst ein Beispiel. Spiele die Noten erst, wenn ihr Einsatz gezeigt wird. Also ich habe halt... Oben, unten, rechts und links. Mal schauen. Ein Instrument zu spielen wäre mir da eigentlich lieber. Aber im Einzelspielermodus bin ich leider uiuiuiui. Oben, rechts, unten, links. Finish. Aber wenn ich das richtig sehe, stand ich im Rampenlicht. Geht doch. Ich weiß zwar nicht so genau, welche Kriterien dafür spielen, dass ich ins Rampenlicht komme, aber ich hab's geschafft. Hey. Döp, döp. Und damit sind wir auch hier soweit durch. Bei Spielen, die du mit deinem Partner spielst, strengen sich die anderen nicht so sehr an. So hast du eine faire Chance, mit deinem Partner von Floß gegen die Computerspieler anzukommen. Naja, aber hier ist jetzt erstmal
wieder ein kleiner Cut. Der Part ist zu Ende. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir Welt 8 betreten. Bis dahin, NDT. Na dann, tschüss.